Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Roadtrip Nordkap 2019. Schon einige Jahre haben wir als Skandinavien-Fans von einer solchen Tour geträumt. Jetzt kann es endlich Wirklichkeit werden. Wir starten diesen zweiten Teil unserer Tour an der Grenze von Schweden nach Finnland. Genießt zusammen mit uns die Bilder und Videos der schönen Landschaften, sowohl bei der Fahrt mit unserem Wohnmobil als auch bei unseren Spaziergängen und Besichtigungen zu Fuß. Viel Spaß schon mal dabei. Auf dieser Tourübersicht könnt ihr euch einen Gesamtüberblick verschaffen. Wir fahren vorwiegend in nördliche Richtung durch Finnland, am Inarisee vorbei, über die Grenze von Norwegen bis nach Kirkenes. Wir biegen ab auf die E75 in Richtung Rovaniemi. Es ist wenig Verkehr hier auf den Straßen. So langsam wird es Zeit für eine Kaffeepause und dazu verlassen wir die E75. Wir wollen einen schönen Platz für die Pause finden. Aber oh Schreck, diese Brücke vor uns. Höhe und Gewicht ist ja okay für unser Mobil, aber wie breit ist die Durchfahrt? Also nur Mut, mit Schwung, das wird ja wohl gehen. Na also, hat ja bestens geklappt. Jetzt nur noch ein Stück durch den Wald. Wir haben einen guten Riecher gehabt. Hier ist wirklich ein toller Platz, auch zum Übernachten bestens geeignet. Aber wir wollen ja nur Kaffee trinken und eine Kleinigkeit essen. Auf dem Weg zurück müssen wir wieder über diese nette kleine Brücke. Aber jetzt haben wir ja Übung drin. Zurück auf der E75 geht es weiter Richtung Rovaniemi. Hinter Rovaniemi biegen wir ab zum Santa Park und suchen uns einen passenden Parkplatz. Wir können problemlos in der Nähe vom Eingang parken. An die finnische Zeitzone haben wir natürlich nicht gedacht, als wir zum Eingang laufen. Nach finnischer Zeit ist es schon kurz vor 16 Uhr, also haben wir nur eine Stunde Zeit und keine zwei, wie es unsere Uhren noch glaubhaft machen wollten. Aber zum Glück ist wenig los, so kommen wir zügig durch. Etwas sehr frisch ist es in der Arctic World. Ja, wir hätten doch einen der bereithängenden Mäntel anziehen sollen. Naja, und wenn wir schon mal da sind, dann schauen wir bei dem Herrn mit dem ewig langen Rauschebart vorbei und lassen uns begrüßen. Auf den Kauf der überteuerten Fotos verzichten wir. Wir gönnen uns lieber den kostenlosen Höllenritt durch die Welt der Weihnachtsmänner, der sich aber als recht beschaulich herausstellt. Und hier wird fleißig gewerkelt und gewerkelt und gewerkelt.
Obligatorisch ist der Kauf und Versand von Postkarten hier mit dem Stempel von Weihnachtsmann. Zum Abschluss noch kurz zur Eisprinzessin, dann geht es zum Ausgang und zum Wohnmobil zurück. Wir fahren noch ein Stückchen weiter und kommen nun zum Polarkreis. Hier kommen wir so richtig in eine echte Touri-Welt. Menschenmassen werden hier täglich durchgeschoben. So ein Eichhörnchen hat da ganz andere Sorgen und stört sich nicht an uns. Wir schauen uns in Ruhe am Arctic Circle Center um und kehren später zum Wohnmobil zurück. Zum Abendessen gibt es heute Brathering mit Bratkartoffeln und wir bereiten uns auf eine vielleicht nicht so super ruhige Nacht vor. Also dann, gute Nacht, Freunde. Am nächsten Morgen spazieren wir noch einmal durch das Arctic Circle Center. Es ist unerwartet frisch geworden. Nur noch 11 Grad. Zu Hause sind es fast 35 Grad. Ist schon heftig. Es fängt gleich das Regnen an. Wir fahren weiter in Richtung Sodankylä. Möglicherweise wird diese breite Straße bei militärischen Übungen als Flugplatz benutzt. Unterwegs kehren wir in einen finnischen Rasthof ein. Wir gönnen uns Fischsuppe und als Nachtisch Pfannkuchen. Wir erreichen unser Zwischenziel Sodankylä. Am ersten Supermarkt, den wir entdecken, kommen wir nicht dran vorbei. Auch wenn die Sprache einige Fragezeichen aufwirft, manches kann man doch verstehen. Ja, und fränkisches Bier gibt es hier auch, aber zu wirklich stolzen Preisen. Und weiter geht es auf der E75 gen Norden. Inari am gleichnamigen See ist unser nächstes Ziel. Irgendwann mussten sie ja kommen. Rentiere mitten auf der Straße. Es werden nicht die letzten sein. Bevor ich den Ortsnamen total falsch ausspreche, schreiben geht einfacher. Bei ... steuern wir wieder einen Rasthof an. In rustikalem Ambiente gönnen wir uns eine Kaffeepause. Eine ganz wichtige Erkenntnis: Ein Rentier kommt selten allein. Immer wieder Rentiere. Aber solange sie nicht auf der Straße herumlaufen, ist das schon in Ordnung. Aber sie laufen doch immer wieder auf der Straße herum. Kurz vor Inari gehen wir nochmal raus auf einen Rastplatz. Am Rastplatz Bärenhöhle gönnen wir uns eine kleine Pause. Hier könnte man zur Bärenhöhle hinlaufen, aber wir ziehen es vor, weiterzufahren. Und wieder ein Rentier, links. Es sieht nicht so aus, aber hier ist eine ganze Herde. Nun, das ging ja gerade noch mal gut.
Wir haben Inari erreicht und fahren erst einmal durch den Ort. Wir suchen einen Übernachtungsplatz. Am Yachthafen könnte es möglich sein. Schauen wir mal. Leider nein, hier ist Übernachtungsverbot. Also fahren wir weiter. Außerhalb von Inari steuern wir einen Campingplatz an. Uruniemi heißt der tolle Platz. Nach der Anmeldung in der Rezeption bekommen wir den Platz zugewiesen. Und hier noch ein paar Impressionen von dem Platz. Mit einem Regenbogen über dem Inari-See verabschieden wir uns. Gute Nacht, Freunde. Wir besuchen das Sida-Museum in Inari. In den Innenausstellungen sind die samische Kultur und die nördliche Natur miteinander verflochten. Sie bieten neben visueller Erfahrung eine Fülle von Informationen. Im Freilichtmuseum findet man etwa 50 Gebäude und Strukturen, die nach kulturellen Bereichen oder Nutzungsarten gruppiert sind. Die Stätten berichten über das kulturelle und architektonische Erbe und den Lebensunterhalt der drei finnischen Sami-Kulturen. Und jetzt haben wir Hunger. Im Restaurant gibt es ein Lunchbuffet. Es beinhaltet zum Beispiel Hühnersuppe und einen leckeren Dessert. Wir verlassen Inari und fahren auf der E75 weiter. Unterwegs kurzer Halt an einem Sami-Shop. Wir haben die E75 verlassen und fahren auf der Straße 971 an der westlichen Seite vom Inari-See gen Norden. Immer wieder lugt der Inari-See zwischen den Bäumen durch. So erreichen wir wieder eine Ortschaft mit einem unaussprechlichen Namen. Aber dort gibt es ein Museum. Das schauen wir uns an. Es ist ein weiteres Sami-Museum. Die Stechmücken machen uns hier ziemlich zu schaffen, deswegen treten wir auch den Rückzug an. Wir fahren weiter auf der Straße 971 gen Norden. Wir sind kurz vor Netemö, der letzten Ortschaft vor der Grenze zu Norwegen. Die Grenze zu Norwegen naht. Der Grenzübertritt ist jedoch unspektakulär. Nun haben wir norwegischen Boden unter den Rädern. Jetzt noch der Zoll.
Auch hier alles gut, keine Probleme. Mittlerweile haben wir die E6 in Richtung Kirkenes erreicht. Wir nähern uns Kirkenes. Erst einmal in Richtung Zentrum. Durch das Zentrum hindurch steuern wir den Hafen an. Dort soll ein Wohnmobilstellplatz sein. Und schon nähern wir uns dem Wohnmobilstellplatz. Es ist ein einfacher Platz, aber dafür mit Blick auf die Barentssee, auch Nordpolarmeer genannt. Der Stellplatz liegt am Hurtigrutenkai, also dem Anleger für die Schiffe der Hurtigrutenlinie. Im Internet stöbern wir nach dem Fahrplan. Morgen früh um 9 Uhr soll ein Schiff kommen. Bis dahin, gute Nacht, Freunde. Tatsächlich, pünktlich um 9 Uhr morgens läuft das Schiff ein. Es ist die Westerohlen. Mit Schwung und routiniert legt das Schiff an. Für den Start in den Tag ist das doch noch einmal ein schönes Erlebnis. Damit endet dieser zweite Teil unseres Roadtrips Nordkap 2019. Vielen Dank für die Begleitung. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns wieder im dritten Teil. Bis demnächst. Tschüss.